Servus meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von One Piece Odyssey. Wir gehen immer tiefer in die Höhle des Löwen. In der Höhle des Grabmals. Oh hi. Hab ich jetzt gar nicht kommen sehen. Mann, Mann, Mann. Als ob das jetzt irgendwie... Als ob das jetzt irgendwie nicht schaffen sollte, aus irgendwelchen belästigen Gründen, ne? Ich brauche Lissop. Sehr gut. Die Robbe. Du Mad Mowgli, ey, ohne Witz. Mad Mowgli. Komm, den Kack jetzt eher. Hä? Nee. Das war jetzt mal komplett verloren. Du Mad Mowgli. Ich habe mir jetzt Schlimmeres tatsächlich vorgestellt. Okay, so. あれは?どうした?ロビンちゃん。天井の絵が気になったのだけど、今は関係なさそうね。Okay, ich habe gedacht, irgendwie durch Setzen des Observationshaki, dass wir das erkennen, aber. Ich so. Sein, dass der da oben ein bisschen anders leuchtet? Okay. Ich habe es jetzt komischerweise ein bisschen irgendwie anspruchsvoller jetzt vorgestellt, das Rätsel, aber wenn es nur darum geht, irgendwelche Hebel runterzutreten. Ja, gut. Hab ich wieder ein Wanderspiel, ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Aber ist auch egal. Na, Robin, これ Kabutomushika? Ie, Skarabin. Schon wieder Lissop. Junge, der Lissop, der hat's echt drauf, ey. Der Lissop. Junge, der hat mehr, auch genauso viele Fragmente wie Dings, ey.
Erfahrung? Gab's es schon lange, dass gar nicht mehr, dass es dran steht. Sind die ein bisschen anspruchsvoller jetzt? Ich merke gerade, dass Zorro ein bisschen sehr stark lidiert aussieht. Das kann ich jetzt nicht zulassen, dass der jetzt wieder abkratzt. Ich genau weiß, dass die... Ja, genau deswegen... Ich musste leider einmal heilen, weil ich hab so ein bisschen hier. Mal schneller machen langsam. Captain, 10.000 allein nur dafür, ey. Sorry, du bist echt mittlerweile gefragt, ey. Wenn ich jetzt da unten gehe, finde ich bestimmt noch einmal irgendwas mit Lissop. Wetten wir? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt runtergehen muss. Aber wir gehen einfach. So, dann sind sie langsam mal um Ruffy herum verteilt. Sehr gut. Hat es jetzt Erfahrungspunkte nochmal dazu gegeben, dass wir nicht angegriffen worden sind? Ja, da ist eins, tatsächlich. Yes. Nicht erwartet jetzt, dass da noch eins ist. Für Chopper. Wobei wir eigentlich ja eher mehr Armpoint einsetzen, aber wobei, ja gut, nee, lassen wir es mal. Was könnten da jetzt noch großartig sein, dass wir da jetzt rumrennen dürfen? Yes. Sehr gut. Je fixer wir sind. Oh ne, doch nicht. Ich habe gedacht, es gibt dann irgendwie nochmal zusätzliche P-Test, weil wir nicht angegriffen worden sind oder so, aber hat. Hat null damit zu tun. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder hoch? Wieder mal. War doch der Weg. Wenn du richtig stehst, merkst du, wie das Licht angeht oder sowas, ne? Huh.
da drin. Erinnerung von... Warte, kann das Zorro wahrscheinlich helfen? Angriff. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gibt es da glaube ich nicht zu sehen. Nee, tatsächlich nicht. Aber es gibt auch bestimmt solche Sachen, dass ich so und so viel mit Zorro Sachen durchschneiden muss. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir das nebenher machen. Na, damit. Da haben wir kurz jetzt mal aber einiges gefunden, gell? Also nicht schlecht. Palla die Waldfee. Das ist gar nicht mal so schlimm. Zwischenzeitlich einmal nochmal abspeichern nebenbei auch. Falls uns noch einmal das Spiel irgendwie abkacken sollte. Aber ich hoffe mal nicht. Mite! Takarabako yo! Eh, Tobira no Kagi ga aru to shitara, ano naka ne? Minna, ikimashou. Sono kagi ga areba, ano tobira mo hiraku hazu yo. Wir kommen auf jeden Fall nicht auf normalem Wege. Das sehe ich jetzt schon. Noch mal einige Gegner mehr auf jeden Fall. Oi, mio na renchu ga wara wara arawara yagatta zo. Barockworks no agent tachi da wa. Watashi tachi ga koko e kita. Weiß halt, dass wir hier sind. Dou suru no? Zenin buttobasu. Kiken na tenkou ni go chuui kudasai. Mehr wir platt machen, umso besser. Dass Zorro immer brav bei dem ist, das passt eigentlich. Beste Kombination. Barockfirma. Barockfirma. Nehme ich gar nicht ernst. Hi. Du willst kämpfen? Gut. So, was willst du? Auf die Zwiebeln. Toto, Leo, Honki, ni sase yagatte ne? Wir sind zwei Leute da. Sase, Kairus! Leg's drauf an, mein Freund. Noch. Aber das kommt noch dazu, dass wir erst wahrscheinlich mit... Schade, dass es nur ein Angriff ist. Die sind echt beschissen verteilt ein bisschen, aber nicht so... Yes. Ich muss aufpassen, nicht, dass sie irgendwie einen Hinterhalt planen oder so.
Dich muss ich. Jetzt nicht alle Gegner besiegt, du musst jetzt zitieren. So viele Gegner haben jetzt auch nicht platt gemacht. Wir müssen jetzt auch nicht alle platt machen. Ich hätte jetzt mir wesentlich mehr vorgestellt gerade. Müssen wir ja auch nicht. Warum denn auch? Falls was sein sollte, können wir es immer noch platt machen. Und gut. Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Nicht zwingend. Könnten wir zwar, aber ich bin auf jeden Fall ein Verfechter, dass ihr das machen solltet. Aber ich mach's jetzt mal prinzipiell nicht. Da warten auf jeden Fall zwei. Gut, dass wir hier speichern können. Nämlich, falls was schief gehen sollte, können wir von hier aus laden. Ist irgendjemand nicht stark lediert? Nein. Hi. Das Besiegen runter zu. Ah, gut, easy. Der da. Easy. Der wird auf jeden Fall angreifen. Mhm. Lissop seiner Fernattacke. Aber erst besiegt er eine, dann wenn er passt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt gegen Sir Crocodile helfen wird. Warum so viel? Jetzt warte mal geschwind. Doch, das passt eigentlich sogar alles sehr gut. So. Jetzt will ich aber Sir Crocodile langsam haben. Jetzt habe ich Bock. Da ist er ja. Hallo Krokodilchen. Krokoboy. Ich bin hier, um dir das Gesicht einzuschlagen. おまえから国を取り返しに来た。国？おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国なら、ビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か？他人のために死ぬのか？この国は。人に死ぬなって言うくせに。 Wollen die jetzt mitten im Kampf noch aufhören zu labern? Hätten sie das nicht vormachen können? So, jetzt bin ich mal gespannt. Zieht ordentlich. Ist das echt dein Ernst?
Okay, dann machen wir mit dem denn hier. Ikuzo, Zoro. Tor. Kokuto. Isa. Kari. Panina! Mazui wa ne. Ich glaube, dass ich auch nicht unbedingt viel ausrichten kann. Widerstand. Er wird Ruffy angreifen. Ich muss Zorro nebenbei heilen. Was anderes? Heil von allen ist auch gar nicht so schlecht. Also mit dem Angriff auf jeden Fall. Wenn Zorro euch fast an nichts anrichten kann. Sie eh nix, müssen wir gucken, dass wir den jetzt heilen, geschwind. Wir müssen für Ruffy den ordentlich runterputzen jetzt. Ja gut. Wieder stimmt. Wir gehen ja nicht drauf jetzt, ey. Easy! Easy. Krokodilo. Masaka nidomo tatakau hame ni naru to wa omowa nakatta ze. Anta wa krokodilo to chokusetsu tatakatte nai de sho. Ore wa tsuyuku. Yatta! Ore no karada wa chikara wo torimodoseta mitai. Easy win. Das war klar. Es war klar, dass wir die nicht gleich am Anfang besiegen, aber die werden nochmal jetzt. Hysteria, oder? Okay, nochmal ein Kampf. Das ist diese schwammige Erinnerung, nehme ich an. Mächtiger Gegner. Jetzt hat er viel mehr drauf, oder was? Und das wird, wenn er Dings angreifen würde, uns ist vollkommen okay. Ich weiß, dass wir keinen Schaden machen werden. Was mache ich mit ihm? Was mache ich? Ich kann mit ihr nichts machen. So, mit Robin tauschen oder mit Sanji? Mit Chopper. Chopper tauschen. Sie kann da nichts ausrichten. Ich glaube, er auch wenig. Aber gucken wir mal. Ein bisschen. Ja, alles Widerstand bei ihm. Die Freundschaftsattacke müssen wir lassen. Tauschen mit Sanji.
Auch wenn ich nicht glaube, dass ich sonderlich viel ausrichten kann, aber wir probieren es mal. 700 wenigstens. Toll. Wir können eine Dreierattacke wieder starten, das ist gut. Da wir eh nicht viel jetzt sammeln werden, ne? Oder sammeln können. Wir können keine... Ah doch, Items hier mal einsetzen. Ruffy blutet. Wir müssen ihm helfen. Dann guckst du da an. Ein Freund. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, das ist möglich. Gibt es auf jeden Fall. Nein. Nein. Alter. Ist er ein ekliger? Jemanden rufen, der muss ihn wieder zum Wiederbeleben, was ich weiß, dass ich was habe. Wo ist es denn? Ich habe auch noch was anderes gehabt zum Wiederbeleben. Der ist richtig. Ich kann keinen Schaden machen bei ihm. Ich muss erstmal gucken, dass ich mit Ruffy weiterhin angreife und uns alle anderen heile die ganze Zeit. Sanji, mach jetzt keinen Blödsinn jetzt hier, Mann. Ja, dann warte ich auf den Angriff noch. Wird auf jeden Fall Dings angreifen, weiterhin Ruffy. Chopper blutet, wir müssen gucken, dass wir Chopper seine Blutung auch stillen. Wo ist es denn? Voll konzentriert bleiben jetzt. Habe ich mittlerweile Stufe... Nein, noch nicht ganz, schade. Ein Versuch ist es wert. Dass ich so viel bearbeite, wie es nur geht. Seine. Das gibt's doch nicht. Habt jetzt eine In. Ist nicht dein Ernst, ey. Jemanden für
alle. Geht hauptsächlich eigentlich nur um Ruffy eigentlich. Dass er jetzt eine Null hatte, das ist so richtig widerlich. Wenigstens ein bisschen. Kann ich noch einmal ein bisschen Schaden runterholen und bitte dann mit Ruffy das beenden, ne? Wenn ich jetzt mit Ruffy das nicht beenden kann, gell? Nicht dein Ernst. Noch einmal, come on. Okay. Geschafft. Gut gemacht. Sehr gut. Zeig gerade meine Muckis wie Hulk Hogan, Alter, Junge. Geile Kiste, freu mich. Geil animiert, ey. Geil animiert, cool. Neue Attacke, cool! Geil! しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まり、同時に降り始めた雨に戦場の殺気が渦巻っていく。 ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王コブラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。 Himmelwille und Gott sei Dank ist das vorbei. Nakama の人たちは街に出て行かれましたよ。探しに行かれますか？今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。 Wir machen hier kurz einen Schnitt, meine lieben Freunde, und sehen uns dann im nächsten Part. Bis